Ja. Jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt. Da drüben. In die Richtung. Da. Da sind irgendwie. Irgendwie habe ich wieder mit einem Sonntag den besten Tag erwischt. Jetzt sind hier wieder so viele Leute unterwegs. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich dachte erst so, okay, machst du unten eine Szene. Schön so eine Einführung, wo ich jetzt gerade bin. An so einer schönen Weggabelung. Aber das hat ja nicht so geklappt, weil hinter einem waren ja noch ein paar Dutzend Leute, die auch alle irgendwie mit dem Zug gekommen sind. Ja, dann dachte ich, okay, wenn die vorbei sind, dann müsste das ja funktionieren. Aber als sie vorbei waren und ich die ganze Sache aufgebaut habe, kam dann schon die nächste Gruppe an lautstarken Mitbürgern vorbeigeschlendert. Tja, jetzt seht ihr mich hier an so einer eher dunklen Ecke der Sächsischen Schweiz. Ja, jetzt bin ich gerade, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch so sieht. Also in die Richtung wäre Schmierka und in die Richtung irgendwo müsste der große Winterberg sein. Also irgendwo so in der Gegend würde ich mich jetzt auch rumtreiben. Eigentlich möchte ich eher so hinter mir, also hier gibt es so einen Weg, der führt hier lang. Den wollte ich jetzt eine Weile folgen, dann sah es auf der Karte so aus, als wenn es da eine Möglichkeit gibt, oben auf so einem Plateau wieder so ein bisschen Aussicht zu genießen. Da wollte ich dann auch nochmal ein Video machen, wenn nicht zu viele Touristen sind. Man kann ja froh sein, dass einen die Natur noch nicht wegen Persönlichkeitsrechte verklagen kann, aber bei Bewohnern ist das halt ein bisschen schwierig und ein bisschen anders. Jo. Dann hoffe ich mal, habt ihr vielleicht gleich noch ein bisschen Spaß nach meinem bisschen Rumgemecker mit den ganzen Touris hier. Bin ja selber einer. Und könnt euch gleich ein bisschen an der Natur ergötzen. Gut. Hey, jetzt ist gerade ruhig. Naja, wie auch immer. Wie sagt es Sil? Ach, jetzt. Selorius? Falls du zuschaust, wie wird dein Name eigentlich ausgesprochen auf YouTube? Egal. Er sagte, Wasser gibt's hier genug. Das stimmt. Halt nur im falschen Aggregatzustand. Aber nichtsdestotrotz, es sieht wieder mal mit einem normalen Blick ohne Kamera wesentlich spannender aus als mit Kamera. Das sind immer so diese kleinen Probleme. Man kann, Toscani sagt zwar, was man sieht, kann man auch fotografieren oder wahrscheinlich auch auf Bewegtbildband. Aber irgendwie habe ich den Trick da noch nicht ganz raus. Jedenfalls sind das da zwei ziemlich große Eisflächen, das muss irgendwie mal immer wieder geschmolzen sein, muss irgendwie ein bisschen runtergekommen sein, dann ist es wohl wieder festgefroren, dann ist es wahrscheinlich wieder angeschmolzen, wieder runtergekommen, festgefroren, immer so schleichend. Und jetzt hat man quasi da und da diese Flächen, die sich bis nach oben ziehen. Ich kann ja mal gucken, werde mal gleich ein anderes Objektiv aufschrauben, vielleicht komme ich ja dann noch ein bisschen näher ran. Mal schauen. So, da wären wir wieder. Jetzt muss ich bloß mal schauen, dass ich das scharf kriege. Was heißt scharf? Dass ihr das halt im Bild habt. Ja, ich glaube, so war. Jetzt sieht man das so ein bisschen besser. Jetzt arbeite ich mit einer Brennweite von 300 mm. Eine längere Brennweite habe ich jetzt auch nicht bei. Die wiegt selber schon so ein paar. Ja, ich glaube, die Optik wiegt 2 Kilo, die ich immer schon mit mir rumschleppe, neben der ganzen anderen Technik. Oder, was heißt Technik, Linsen? Egal. Ich hoffe, man erkennt es wirklich so halbwegs gut. Falls das ein bisschen schüttelt, ich mache mal gerade locker, damit ich mal ein bisschen mehr zeigen kann. Also das zieht sich bis nach oben.
Also ich komme da nicht noch höher. Man sieht es, denke ich, aber da drüben. Moment, festmachen. Komme ich da noch ran? Nee. Naja, ihr seht das ja, denke ich, so halbwegs. Jetzt habe ich doch noch einen Weg gefunden, wie man hier, naja, zumindest näher rankommt. Und ich glaube, auf dem Video hier ist es wahrscheinlich nicht zu hören. Aber bei dem ganzen Eis, was hier wahrscheinlich irgendwie mal kleinere Zuläufe waren. Man hört ganz leise, wie es unter dem Eis weiter fließt. Also nicht das Geräusch von Eis, was bricht, weil es halt langsam erwärmt und sich wieder alles ausdehnt, sondern man hört ganz leise so ein Fließgeräusch, so halt fließendes Wasser. Wie in so einer kleinen, ja, Höhle, würde ich fast schon meinen. Man sieht es leider, glaube ich, nicht so wirklich. Also ich sehe von hier jetzt so mit bloßem Auge auch nicht wirklich viel. Tja, jetzt sitze ich hier. Hoffe, man versteht mich. Ich habe jetzt gerade Mikrofon dran, weil die Kamera jetzt ein bisschen weiter weg ist. Da steht sie zumindest relativ sicher. Ups. Und ich hoffe, es ist nicht zu sehr Windrauschen bei. Also hier oben ist es gerade ganz schön stürmisch. Ich bin nicht ganz sicher, wo ich jetzt überhaupt bin. Man sieht zumindest, denke ich, dass ich relativ hoch gelegen bin. Ich sollte wirklich aufhören, zu viel und zu sagen. Mir fällt das immer auf, wenn ich es dann gesagt habe, eine Nanosekunde später. Wäre natürlich besser, wenn das von vornherein nicht der Fall wäre. Ja, jetzt bin... Also ich bin jetzt diesen Weg unten an so einer Infotafel, wo es halt hieß, schon wieder, wo es halt hieß, XY-Wege sind von der Zeit A, B, also A bis B gesperrt. Da bin ich jetzt lang, weil zumindest laut meiner Karte sind die Berge, die es betrifft, irgendwie noch ein Stück weit hinter. Heißt für mich, dass der Zugang, der da war, zu die Bergnamen, die da halt auch auf meiner Karte waren, die davor sind, ja dann theoretisch nicht betroffen sein sollte. Weil da steht halt ABC, die ganzen Berge und Zugänge sind in der Zeit von bis halt gesperrt. Aber je nachdem, wie man das auslegt, dann könnte man ja auch gleich sagen, dass man von Schmierke aus, man kann mit der Fähre gerade mal rüber, darf den Ort aber nicht verlassen, weil ja die Straße rein theoretisch auch ein Zugang schon ist. Quasi der Bahnhof in Dresden wäre schon ein Zugang. Also jetzt ganz überspitzt gesagt, das ist ja alles eine Möglichkeit, halt hinzukommen. Deswegen ist das für mich so als Tourist gerade ein bisschen schwierig. Ja, wäre noch gut... Nee. Wäre noch gut zu wissen, wie ihr diese Art von Dokumentation findet. Also wenn ich jetzt quasi nur mit der richtigen Kamera die Sachen aufnehme. Heißt, das sind weniger Verwacklungsaufnahmen bei, wenn ich das Ding mit mir rumschleppe, weil ich halte die Kamera nicht vor mir. Das ist viel zu schwer alles. Jetzt ein bisschen windig. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Jedenfalls, lasst mich mal wissen, wie ihr diesen Stil findet. Das ist jetzt der erste Versuch, also das ist noch nicht gelungen. Ich, auf der Hinfahrt, die 4 Stunden im Zug, hatte ich so viele Ideen, so 10, die man noch machen könnte. Dann habe ich aber die Hälfte vom nötigen Equipment halt für ruhige Bewegungen. Die habe ich dann irgendwie zu Hause vergessen, weil ich dann halt mein Stäbchen halt mitgenommen habe. Der hat mir jetzt schon viele Dienste geleistet. Also es gibt hier viele Stellen, die gehen relativ, da gehen die Wege runter oder hoch halt. Und dann sind die relativ schräg. Und das ist dann irgendwie blöd, wenn man da versucht, mit der Beine irgendwie lang zu kommen.
Das ist dann ganz gut, wenn man das halt hier so versenken kann und sich dann so abstützen. Macht sich das ganz gut. Ich habe bloß immer ein bisschen Angst, nicht, dass der mir irgendwie mal durch den Wind und tschüss, dann war's das. Dann rutscht der irgendwo hier den Berg runter, fliegt vielleicht mit der Spitze voran runter und dann wird irgendjemand gefällt. Und das wollen wir ja nicht. Juli, dann seht ihr jetzt gleich noch ein paar Aufnahmen von ein bisschen mehr halt von der Umgebung selbst hier, wie ich das gerade so wahrnehme. So, jetzt habe ich es doch mal geschafft, eine der Stellen zu finden, wo es auch fließt. Ich weiß nicht, ob man es hört. Also ich höre es selber, höre es. Aber vielleicht kann man es auch sehen. Ich werde mal gleich noch ein bisschen ranzoomen. Achso, und nicht wundern, der Schatten da unten in der Mitte. Größter Fehler, den man als Fotograf oder wie auch immer machen kann, seinen eigenen Schatten im Bild. Oh hey. Seht ihr das schon? Ja, mal gucken, ob ich die Kamera da ausrichten kann. Es ist schon interessant, wie sich das Wasser seinen Weg wieder sucht. Man sieht's, oder? Da. Überall fließt das quasi, teilweise überm Eis. Aber mit dem bloßen Auge sieht man auch, dass es teilweise an der Stelle da, da blubbert das quasi unterm Eis durch. An anderer Stelle kann man das auch gut erkennen. Ich glaube, da hat gerade einer gefragt, wie ich hierher gekommen bin. Tja, da unten ist eine Brücke. Ich gehe mal davon aus, da kann man lang. Jetzt kommen schon wieder Leute. Man hat hier ist wieder so ein Touristen,
Einfallstor oder wie man auch immer das nennen möchte. Da oben kommen die immer alle lang getuckert. Ja, und das Eis zieht sich noch hier runter und fließt dann da unten seinen Weg weiter Richtung Schmierke. Was ich sagen wollte, erinnert sich noch jemand, als ich hier an einer Stelle schon mal war, mit dem ganzen Eis? Ich dachte mir, ich gucke mir mal an, wie das jetzt aussieht. Ja, das war mal ein Stein, auf dem nur ein bisschen Eis drauf war. Und jetzt ist aus ihm ein riesen Eisklotz geworden. In der hübschesten Farbe, die man sich vorstellen kann. Dann werde ich jetzt hier auch so langsam Schluss machen. Weil jetzt, denke ich, lange genug unterwegs jetzt ist. 15:20. Ich will auch noch irgendwie meinen Zug kriegen. Also jetzt habe ich eigentlich fast wieder eine Stunde Zeit. Ich glaube, der fährt immer 37, irgendwie so in die Richtung. Eine halbe Stunde ungefähr werde ich wahrscheinlich brauchen, bis ich unten bin. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Leider habe ich nicht so viele, also fast gar keine Fotos irgendwie. Also nichts, wo ich sage, bis auf diese Sachen mit dem Eis, wo ich für mich sage, wow, das muss ich unbedingt irgendwie versuchen, in einem Foto zu bannen. Da bin ich nämlich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger. Früher habe ich halt alles mögliche Knips, was einem vor die Linse kommt. Jetzt versuche ich schon noch bewusster an die Sachen ranzugehen. Was dann natürlich mitunter heißt, man ist halt unterwegs und macht dann gar kein Bild. Ja, was soll's. Die Beine dankens. Man hat wahrscheinlich wieder ein paar Kalorien verbraucht. Mein Telefon hat auch schon gesagt, meine 10.000 Schritt habe ich jetzt auch wieder erreicht. Wenn ich wahrscheinlich zurück bin, dürften das wieder um die 20.000 sein. Sind wahrscheinlich mehr oder weniger, weiß ich nicht. Jedenfalls war eine schöne Sache. Ich habe schon gesehen, hier ein paar Leute haben ja anscheinend so ein paar, das habe ich zweimal ein paar gesagt, hier wurde schon Eis. Kristalle halt, die irgendwie in erreichbarer Nähe waren, schon zerstört. Wo ist eigentlich mein Stab? Achso, der ist umgekippt. Ja, aber an und für sich immer wieder eine schöne Gegend. Wie gesagt, oder irgendwie ein paar Sequenzen vorher, lasst mal wissen, ob man auch ein paar Touren durch Brandenburg machen kann oder ob das halt völlig langweilig ist, weil man hier halt nicht sowas hier hat. Also nicht so eine Wende. Nicht ansatzweise. Nicht mal im geringsten solche Steinwände hat. Nicht mal so eine. Naja, doch, so eine Steine könnten mitunter rumliegen, Findlinge. Aber ansonsten ist Brandenburg eventuell vielleicht möglicherweise zu langweilig. Ich weiß es nicht. Lass es mich wissen. Da bin ich auch eher mit Fahrrad unterwegs, wobei ich das dann auch zu Fuß machen würde. Au. Was war denn das? Aua, irgendwie ein Splitter oder sowas. Aua, das ist ja fies. Ja, lasst es in den Kommentaren wissen, ob man auch ein paar Touren durchbrannt. Also generell, ob es egal ist. Sagen wir, reduzieren wir es, ob es egal ist, wo die Tour stattfindet. Hauptsache, es findet eine Tour statt und man kann halt ein bisschen was von der Natur mitnehmen. Und irgendein Typ sitzt vor der Kamera und blickt in sein Objektiv rein und erzählt irgendwelche Dinge. Lass es mich wissen, ob man das so weitermachen kann. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einen reinen Dokumentationsstil versuche. Was ich darunter verstehe, ist, dass ich gar nicht mehr vor der Kamera bin, sondern nur noch aufnehme, also verschiedene Szenen, Sachen, die man so sieht, die halt in Szene setze und dann hinterher die Sache vertone. Also jetzt nicht live wie jetzt, also live, sondern halt hinterher. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ich will ja den ganzen Kanal und die ganze Sache ein bisschen weiterentwickeln und als Student hat man ja halt doch noch hat man seine Zeit. Gut. Wir sehen uns. Noch habe ich einen Monat vorlesungsfreie Zeit. Yes!